Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ich begrüße euch zu einer neuen Welt, in der wir unseren Aufenthalt genießen. Ja, 105 Sterne müssen wir sammeln. Dann können wir durch diese Tür, auf der ganz unauffällig Bowser draufsteht. Ich habe das Gefühl, wir sehen ihn bald wieder. Oh Mann. Den grünen Abschnitt haben wir. Zeit, in den roten zu gehen. So, und direkt was Save State. Okay. Nein, Mario, nicht direkt wieder zurückwarpen. Das hast du doch gar nicht nötig. Du musst den Rückzug gar nicht antreten. So, erstmal gucken. Oh Gott. Ah ja, da hinten müssen wir hin. Okay. Dann Weitsprung! Oh, wow, das war knapp. Böse Geschichte, ich sehe das schon kommen. Und hier ist natürlich Bully drauf. Bully! Oh, fuck. Es war riskant. Ha. Und da ist noch ein Bully. Hallo, weiterer Bully. Hallala. Hallala. So. Was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich hier hoch. Das Problem ist, ich sterbe, wenn ich jetzt in Lava fallen. Wenn ich von hier aus, von dem Winkel versuche, an die Wand zu springen, das funktioniert nicht. Okay. Also kann eigentlich nur eins hinhauen, nämlich hier drauf zu springen. Und dann doch versuchen, einen Wandsprung zu machen. Das geht ja nicht anders. Ja, wunderbar, hat funktioniert. Da bin ich ja fast schon zufrieden. Sehr gut. Was haben wir hier? Oh, ich habe erst gedacht, eine grüne Münze, aber nein. Aber no. Aber es bleibt ein Risikokomet. Sobald wir jetzt hier in die Lava treten... Ha! Ist Ende im Gelände. Ah. Dann gucken wir nochmal. Ah ja. Noch ein Bully und... Dann geht's wohl darüber. Oh. Der stört mich jetzt aber gerade ein bisschen, dieser Bully. Ah. Okay. Der stört mich jetzt aber ganz gewaltig. Hau ab, du. Oh. Ja, wenigstens ist er runter, aber leider hat mich dann das Feuer erwischt. Ha! So. Pisser. Okay. Na gut, machen wir weiter. Ja. Sehr gut, Mario. Bist du ein guter Junge. Ja, ich mag dich, Mario. Du bist so ein guter Junge. Okay. Das war leicht Psycho. Ich weiß, aber egal. Wir überspringen den Bully mal und gehen in diese weitere Welt voller Bullies. Autschi! Und? Hada! Hada da! Nein, nein, nein! Na, 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 na! Na! Nein! Nein! Lasst mich in Ruhe! Nein! No! No! Ha! Metallkappe! Cool. Mit der Metallkappe können sie mir nichts anhaben. Ist ja genial, das wusste ich auch noch nicht. Seht euch das an, ich muss gar nichts machen, sobald ich die... Das ist ja geil. Das wusste ich auch noch nicht, dass man mit der Metallkappe so gut gegen die Bullies kämpfen kann. Sehr schön. Ja! Oh Gott. Lavasprünge for the win! Oh Gott! Dammit! Oh, sehr gut. Wahnsinn. Wir haben den Stern. Das, ich bin ja quasi begeistert von diesem Level. Sehr gut. Vor allem, dass ich die Lavasprünge mal ohne Save States geschafft habe. Ich habe mich selbst schon wieder links und rechts überall runterfallen sehen. So, und wir machen es in der Zelda-Reihenfolge. Grün für Wald,
dann Rot für Feuer und dann natürlich Blau für Wasser. Ab in den Wassertempel. Yay, oh Gott. Was macht ihr denn hier? Ah, hier gibt's grüne Münzen. Okay, sie mussten kommen. Sie mussten kommen. Früher oder... Brodude, das ist jetzt nicht dein Ernst. Da war eine unsichtbare Wand und ich habe eben schon gedacht, er lässt mich nicht wieder hochtauchen. Das wäre ja jetzt was gewesen. Da hätte ich aber gebrüllt. So. Nummer 2. Die sind bestimmt alle hier wunderschön hier unten verteilt. Gar kein Thema in diesem Riesenbecken. Mit vielen, vielen unterschiedlichen Ebenen. Da sollte es doch kein Problem sein. So viele grüne Münzen einzusammeln, wie es nur geht. Die sollten doch nicht allzu gut versteckt sein. Ich meine, wir als Hobbytaucher, als Hobby-Schatzsucher, wir sollten doch in der Lage sein, diese 8 grünen Münzen einzusammeln und dann triumphierend wieder an die Oberfläche zu tauchen. Ich habe einen Fisch gesehen. Boah, Fisch! Wobei, Fisch ist ein böses Wort. Fisch ist ein böses Wort. Vergibt YouTube gerne mal Altersbeschränkungen, wenn man dieses Wort sagt. Vielleicht wissen diejenigen... Vielleicht wissen ein paar von euch, worauf ich anspiele. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe ja ein Video hochgeladen, Elmo kennt ein böses Wort. Indem er Fisch sagt. 15 Minuten lang. Er sagt eigentlich Fisch. Ich habe es so dargestellt, als dass er Bitch sagt. Weil ich finde, es klingt ein bisschen wie Bitch, aber er sagt tatsächlich nur Fisch. Und ich habe das Wort auch nicht abgeändert oder so, dass er wirklich Bitch sagt, sondern er sagt nach wie vor Fisch. Aber, tja, was soll ich sagen? Das ist so hart, dieses Wort, dass es eine Altersbegrenzung verdient. Was noch trauriger ist, das war das meist angesehene Video der letzten Wochen. So ein Scheiß! Egal. Kann man nichts machen. So, eine Münze fehlt noch, wie immer. Das ist ja fast schon Standard bei mir, dass eine fehlt. Hier ist sie nicht. Gut. Irgendwo hier müssen wir noch langtauchen anscheinend. Na dann. Dann schnappt ihr schon mal deine Sauerstoffflasche, Mario. Jetzt wird es heiß hier. Jetzt wird das sowas von... Naja. So. Dieser Ebene ist dann wohl nichts mehr. Müssen wir das Ebene für Ebene schön durchgehen. Und am Ende vergesse ich sowieso wieder eine Ebene. So, nehmen wir es hier. Das ist jetzt natürlich ein bisschen verwirrend hier. So, machen wir hier nochmal nach oben. Vielleicht ist die letzte auch gar nicht unter Wasser, aber wir gucken erstmal unter Wasser. Ganz entspannt, fast schon im Birdman-Modus. Wir haben ja schon einen Stern, das ist ja... Wow. Yay, nicht wahr? Ich hab sie gesehen, Oh, da ist ein Piranha! Oh mein Gott! Kann der uns fressen? Ist das auch so einer, der dann auf einmal das Maul aufreißt und uns frisst? Hey, du! Nee, das ist keiner von denen, ne? Die waren größer. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder nach oben tauchen. Anstatt dass ich mir einfach die Münze schnappe, ich Vollidiot. Jetzt habe ich nämlich schon wieder vergessen, wo sie ist. Aber die war ja irgendwo ganz unten, insofern finden wir sie auch wieder. Bläh! Bläh! Boah, Dude! Drunter deine Levels! Oh! Ach. So, da ist sie. Sammeln wir sie uns. Und sammeln wir auch vor allem den wohlverdienten Stern ein. Ach ja. Heieieiei, ein Wasserläufer. Prima.
Das war auch nicht allzu schwierig. Es läuft ja mal halbwegs. 2 Sterne, yay! Einer aber fehlt noch. Münzen im Hexapool. Yay. Yeah. Ein Octapool wäre mir lieber. Octagon. Aber vielleicht. In Krabbe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist leider kein Octagon hier, dieses Symbol. Schade. Oh man! Egal. So, Wüste? Ach, wie schön. Oh. Nein! Och, Mario, nicht immer zurückwarpen. Nicht immer gleich den Rückzug antreten. Du kannst es schaffen. Ich weiß es. Ich glaube an dich, Mario. Ja, leck mich doch. Ich hab ne Idee. Ich trick's ihn aus. Haha! Ich konnte ihn echt austricksen. Aber dann hätte ich vielleicht noch gerade springen müssen und dann wär's besser geworden. Oh, oh Gott! Hier ist wieder Treibsand, ich seh's kommen. Oh nein! Oh nein! Oh Gott, das ist bestimmt nicht gut. Boing! Oh, ist ein Schild? Herr Lustig! Als ich sagte, dass der Kurs sehr alt ist, diese Plattformen vor dir haben unsichtbare Wände, also sei vorsichtig! Um den Stern herum ist so eine ähnliche Situation. Also habe ich ein paar Boxen dort platziert. Unsichtbare Wände. Ja, leck mich doch. Wunderbar. Schön. Dann muss ich jetzt hier auch noch auf unsichtbare Wände achten. Kein Problem! Uff. Ja, schön. Ja. Haha. Ja. Okay. Ich muss ja vorsichtig sein. Ha! Oh, jetzt... Blöde Geschichte hier. Ha! Nein! Oh! Wie lange hat mich denn dieses Feuer jetzt verfolgt? Ist ja ungeheuerlich. Das ist unlaut. Herr Bro-Dude, Sie nutzen meine Not aus. Aha. Gut, okay. Okay. Und hier ist der nächste feuerspeiende Typi. Und auch ihn konnte ich aus... Naja, fast austricksen. Es war gut gedacht. Das letzte bisschen hat noch... Wobei... Ach. Das müsste eigentlich auch... Ja, das geht auch so, ohne dass ich ihn austrickse. Und dann hier rüber. So. Aufgepasst. Ha! Ah! Nein! Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Oh ja, natürlich, das ist... Ja, klar, das ist doch toll jetzt hier. Boing! Ha. Ha, ha. Boing. So, der ist auch tot. Lieber erledige ich die erst. Boah, du meine Güte, hier sehe ich ja gar nichts. Ha! Schöner Mist. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Oh Gott. Ah, ich glaube, hier kann ich nochmal speichern. Oh Gott, nein! Hier ist es viel zu eng. Mario ist viel zu fett für diesen Job. Okay, sehr gut. Oh nein, was erwartet uns jetzt hier? Das war so klar. Das war so klar. Ich verpasse den Flyguy und dafür trifft mich dieses Vieh. Ich hätte eigentlich, wenn es nicht schon passiert wäre, ich hätte darauf gewettet, dass das passiert. Ein wunderschönes Szenario. So. Aber wir nutzen jetzt diesen Flyguy. Und zwar auf diese Art und Weise. So.
was passiert, wenn wir diesen Schalter drücken. Hä? Okay, Moment. Es gibt zwei Wege dahin. Der eine... Ach, das ist das mit dem Boxen, was er gemeint hat wahrscheinlich. Genau. Weil hier... Ich mach das jetzt einfach mal, auch wenn es wieder Safe States kosten wird. Ich gehe jetzt mal diesen Weg lang. Ja. Genau, da kommen wir nämlich gar nicht erst drauf, weil da wieder unsichtbare Wände sind. Also hat er hier Boxen platziert. Alles klar. Gut. Das heißt Beeilung! Ah. Und jetzt? Ah ja. Sehr gut, ein weiterer Stern ist unser. Das hat doch wunderbar funktioniert. 105 Sterne gehören uns. Und nun, Leute, können wir endlich die Tür aller Türen betreten. Die unglaublichste aller Tür. Was mag sich dahinter verbirgen? Ja, was wohl? Was wird wohl dahinter sein, wenn der Dick Bowser draufsteht? Egal. Ich erzeuge einen Spannungsbogen. Und ihr erfahrt es erst beim nächsten Mal. Haha. Tschüss. Pause!